Seit beinahe 6 Wochen verfolge ich mit großen Sorgen die Protesten und die Aufstände in Jujuy, Nordargentinien. Gerardo Morales, der Gouverneur dieser Provinz, hat eine Verfassungsreform durchgesetzt und die besagt, dass die indigene Bevölkerung, die Pueblos Originarios, aus ihren Ländereien zu jeder Zeit vertrieben werden können. Und er hat auch repressive Methoden durchgesetzt, die er anwenden kann. Die Jujeños lassen sich sowas nicht gefallen. Sie sind auch seit 6 Wochen auf der Straße. Soziale Bewegungen, Arbeiterinnen und Arbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, auch natürlich die Indianerbevölkerung. Sie werden weiter kämpfen, dass diese Verfassung zurückgenommen wird. Diese Verfassungsänderung erleichtert die Ausbeutung der Lithiumvorkommen durch internationale Konzerne. Und das ohne Kontrolle, ohne Umweltschutzauflagen und ohne Rücksicht auf die indigene Bevölkerung. Über 400 indigene Gemeinschaften leben in dieser Provinz und nur 16% davon haben einen Landtitel. Ihnen droht die Enteignung und die systematische Vertreibung. Der Konflikt und der Widerstand in der Region Jujuy geht uns alle an. Er hat von vornherein eine internationale Dimension. Ohne die Milliardeninvestitionen internationaler Konzerne könnte der rechte Gouverneur Morales diese Repression auf die Bevölkerung nicht ausüben. Gerade Konzerne aus den USA, aus China, aber auch aus Deutschland haben großes Interesse an Lithium. In Deutschland ist das die Deutsche Rohstoff AG. Die Reise von Kanzler Scholz durch Lateinamerika soll den Konzernen den Zugang zu billigen, seltenen Erden ermöglichen. Wir sind aber der Meinung, die Rohstoffe gehören der ganzen Bevölkerung und nicht einigen wenigen Konzernen, die damit riesige Profite machen. Auch in Deutschland setzen Staat und Polizei Konzerninteressen notfalls mit Gewalt und Räumungen durch. Ob 2018 die rechtswidrige Räumung des Hambacher Forst im Auftrag des RWE-Konzerns oder jüngst in Lützerath, wo RWE für dreckige Braunkohle den Menschen ihre Heimat unter den Füßen weggräbt. Von den Vereinten Nationen über Amnesty International und viele Institutionen, soziale Institutionen, alle haben das Geschehnisse mit Gouverneur Morales und der Polizei verurteilt. Hunderte wurden verhaftet, verstümmelt und durch Gummigeschosse wie in Frankreich und in Chile ihr Augenlicht verloren. Endlich Schluss mit Polizeigewalt und Repression. Wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen. Diese Verfassungsänderung muss vollständig zurückgenommen werden. Wir stehen an der Seite unserer Schwestern und Brüder, die gegen diese Verfassung streiken und kämpfen. Euer Kampf ist unser Kampf. Wir sind auf eurer Seite. Wir fordern den Rücktritt von Gerardo Morales. Come and join the gang, let's become rich, don't you understand?